Im Streit um türkische Wahlkampfauftritte in Europa hat Präsident Erdogan seine Anschuldigungen gegen die Niederlande noch einmal verschärft. Sie hätten im Bosnienkrieg in Srebrenica mehr als 8000 bosnische Muslime massakriert. Tatsächlich hatten bosnisch-serbische Truppen das Massaker in Srebrenica im Juli 1995 verübt. Zuvor hatten niederländische Blauhelmsoldaten der UN den Angreifern die Stadt allerdings kampflos überlassen. Das Massaker gilt als einer der schlimmsten Völkermorde nach dem Zweiten Weltkrieg in Europa. Der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte hatte ähnliche Äußerungen zuvor schon scharf zurückgewiesen und Erdogan eine abscheuliche Verfälschung der Geschichte vorgeworfen.